Hallo und willkommen zu Ableton Live Insider Tipps. In diesem Tutorial und den nächsten möchte ich euch die options.txt-Datei vorstellen und was man mit Befehlen, die man in diese Datei reinschreiben kann, alles noch in Live erreichen kann. So, als erstes zeige ich euch mal, wo diese Datei sich überhaupt befinden muss. Und zwar erkläre ich das als erstes mal für Mac, weil ich selbst auf Mac arbeite. Zu Windows komme ich gleich. So, und zwar müsstet ihr quasi eurem Benutzerordner, bei mir ist das Madeleine, hingehen, dann zu Library, dann Preferences und Ableton und dann zu der Version, mit der ihr gerade arbeitet, also die aktuellste wahrscheinlich. Hier sieht man in dem Falle, dass keine options.txt-Datei bisher vorhanden ist. Gut, dann will ich jetzt mal zu Windows kommen. Und zwar kann man diese Datei quasi entweder schon finden, wenn sie vorhanden ist, oder dort eben speichern. Und zwar unter Windows XP und 2000, unter C, Dokumente und Einstellungen, dann dein Benutzername, Application, Data, Ableton, Live, Preferences, wie es auch alles nochmal auf dem Bildschirm steht. Und unter Windows Vista, Windows 7 und soweit ich weiß auch Windows 8 findet man das dann unter C, Users oder Benutzer, dann der Benutzername, App Data, Roaming, Ableton, Live, Preferences. So, unter bestimmten Windows-Systemen ist dieser Application Data Ordner versteckt. Das heißt, wenn ihr es noch nicht sichtbar gemacht habt, dann müsstet ihr das erstmal tun. Und zwar geht das über den Windows Explorer. Und da müsstet ihr über Organisieren, Ordner und Suchoptionen gehen, dann zur Ansicht. Und dann müsst ihr gucken nach versteckte Dateien und Ordner und da ein Häkchen dran setzen. Und dann könnt ihr das einfach wieder schließen. Wie man sieht hier, bei mir ist diese Datei noch nicht vorhanden. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal den Text-Edit, einfacher Texteditor ist da am besten für. Text-Edit wäre das auf Mac. Bei Windows ist Notepad vorinstalliert. So, da mache ich mal eine neue Datei auf. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist der Befehl Show Device Slots. Dabei ist wichtig, dass ihr grundsätzlich das tatsächlich so mit einem kleinen Minus und dann Show Device Slots tatsächlich so, wie es hier geschrieben ist, auch eingebt. Und dann, was ganz, ganz wichtig ist, ist, das muss reiner Text sein. Das heißt, hier könnt ihr in rein Text umwandeln. Unter Windows gibt es garantiert auch genauso eine Funktion bei Notepad. Das heißt, es darf keine andere Formatierung drauf vorhanden sein, sondern es muss eine reine Textdatei sein. Und ja, und dann können wir das einfach speichern. Und zwar muss die Datei options.txt heißen. Und ganz wichtig ist auch, dass das O groß geschrieben ist. So, und dann könnt ihr das einfach speichern. Und zwar habe ich hier schon den Ordner ausgewählt. Das heißt, ihr müsst den Ordner hier auswählen oder ihr könnt es auch erstmal woanders hin speichern und dann da drüber schieben einfach. So. Und jetzt, wo wir das gespeichert haben, können wir dann live aufmachen. Das heißt, die Änderungen, die man in dieser Options-Datei vornimmt, werden erst beim nächsten Starten von Lives übernommen. Und es ist grundsätzlich bei irgendwelchen Änderungen, die man noch in dem Programm von Live, wenn man irgendwelche Änderungen insgesamt macht, sollte man das am besten immer alles tun, wenn Live eben nicht offen ist. Gut, und dann starten wir jetzt einfach mal live und dann zeige ich euch, was dieser Befehl macht. So, nun sieht man dann unten dieses neue Icon. Wenn man draufklickt, dann kriegt man plötzlich diese Slots, die die Geräte in Live zeigen, die in jeder Spur enthalten sind. Das heißt, hier auf der Spur ist ein Impulse und ein Kompressor enthalten. Und man kann hiermit einfach die Geräte jeweils an- und ausschalten. Was sehr praktisch ist. An- und ausschalten. So.
Und man kann sie auch damit eben einfach anwählen. So dass, wenn sie ausgewählt sind, dass man dann zum Beispiel bestimmte Sachen kontrollieren kann. Das ist sehr, sehr praktisch, wenn man im Studio irgendwie schnell an irgendwelchen Effekten noch ein paar Änderungen machen will, zum Beispiel, wenn man dann einfach das schnell auswählen kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass es im Live-Kontext auch sehr, sehr hilfreich sein kann, je nachdem, wie man live spielt. Wenn man zum Beispiel jetzt an irgendwelchen Effekten rumschrauben will, an den Parametern und die dabei sehen will. Meine Vermutung, warum sie es nicht als Feature eingebaut haben, ist, es hat einen kleinen Bug. Und zwar zeige ich euch das gleich mal, indem ich einfach mal wahllos hier irgendwelche Effekte noch mit reinziehe. Und hier sieht man schon, da sieht man, dass nur der Knopf, der An- und Ausschaltknopf vorhanden ist und eben nicht der Name. Aber was man machen kann, damit der Name auch auftaucht, man kann einfach die Spur klein ziehen und dann wieder groß ziehen und dann ist der Name plötzlich vorhanden. Man kann das auch erweitern, so dass man das Maximum der Geräte sehen kann, die angezeigt werden können. Das Maximum sind 12 und ja, sehr praktischer Befehl zum Arbeiten, denke ich. Das war's von mir, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.